dir mal keine Sorgen, Bonnie. Ich hab's du ja auch ein paar Mal in den Ofen gesteckt. Wenn du es dir innerhalb von 15 Minuten anders überlegst, ist alles gut. Lois, darf ich im Garten Wasserplanen rutschen? Ist dein letztes Essen eine halbe Stunde her? Ja, also fast. Okay, ich will nur nicht, dass du Krämpfe kriegst. Ja, arme Leute, Wasserspaß! Hey, Chris, darf ich dir eine Frage stellen? Ja, logisch. Du hast mir zum 9. Geburtstag eine Gratis-Umarmung geschenkt, die ich nie eingelöst habe. Ja? Naja, ich würde sie gern einfordern. Oh, okay, gern. Aber ich würde sie gern irgendwie upgraden. Es soll eine Arschumarmung werden. Mit Kent. Was? Bist du komplett bescheuert? Chris, bitte schlaf mit Kent und erzähl mir alles darüber. Vergiss es, Mac. Ich kann nicht mit anderen Typen rummachen. Ich bin nicht Elton John. Ich mag Mädchen. Ach, Quatsch, Chris. Mädchen sind furchtbar. Die sind immer hintenrum und machen einander falsche Komplimente. Oh, wow. Du hast echt keine Angst vor einem guten Nachtisch. Ich wäre auch gern so selbstbewusst, mir alte Sachen anzuziehen und sie als Outfit zu bezeichnen. Ich bitte dich. Du gehst so souverän mit deinem Körper um. Ich meine, ist ja auch kein Wunder bei den starken Beinen, so muskulös. Ich bin so neidisch, wie gerade und fest sie sind. Hey, schicke Krawatte. Danke. Wie kannst du auf sowas kommen? Ich komme immer aufs Kopfkissen, manchmal auf den Klodeckel. Oder auf Frauen, die einen Briefumschlag ablecken. Gut, gut. Ich bin froh, dass wir so offen über Sex reden können. Und wie kannst du es wagen, die Statue von Pawtucket Pat stürzen zu wollen, Brian? Oh mein Gott, gehörst du zu denen, die sie stehen lassen wollen? Selbstverständlich, da steht sie schon mein ganzes Leben. Und ich werde alles tun, dass sie stehen bleibt. Endlich ist Peter wichtig, dass mal was stehen bleibt. Lois, würdest du dich zusammenreißen? Gestern hat Mac da ohne Hose gesessen. Igitt. Brian, Pat ist ein Held. Er hat Cohort praktisch aufgebaut und seine Statue ist Bestandteil der Stadt. Und was denkt der Rest der Familie? Chris? Ha! Du wurdest gesonnenblumt! Was? Wenn ein Kind aus der Generation Z keinen Bock auf ein Gespräch hat, lässt es statt seiner eine große Sonnenblume da. Das ist lächerlich. Es kann nicht sein, dass Kinder regelmäßig verschwinden und sich dann durch Sonnenblumen ersetzen, um ihre Langeweile zu demonstrieren. Ha! Du wurdest schon wieder gesonnenblumt. Warum bist du zurück? Wir haben nur eine Sonnenblume. Okay, ich kapiere eure Generation nicht, aber Mac, du hast doch Geschichte als Hauptfach. Was sollte mit der Statue passieren? Mir doch egal, ich bin Agentin des Chaos. Au! Ihr könnt mich alle mal. Pawtucket Pat ist ein Held. Die Statue bleibt stehen und Schluss. Sie gehört zur Geschichte. Wie Katharina die Große. Mein großes russisches Volk. Es wird mein Vermächtnis als Kaiserin sein, die Grenzen Russlands zu erweitern, seine Armee zu vergrößern und Paläste zu erbauen, die noch Jahrhunderte bewundert werden. Stimmt das, dass Sie Sex mit einem Pferd hatten? Ich habe Allianzen mit allen großen Mächten in Europa geschmiedet. Was ist mit dem Pferdesex? Es gibt keinen Pferdesex. Belästigt der Typ dich, Kathi? Ich habe das im Griff. Oh nein, unsere beiden Piloten sind bewusstlos und wir befinden uns im Sturzflug. Wenn nur irgendjemand hier an Bord wäre, der uns retten könnte. Ich sagte, wenn nur irgendjemand hier an Bord wäre, der uns retten könnte. Peter, ich kann Quagmire nirgends sehen. Oh, das war fantastisch. Danke. Schön, dass Sie sich trotz der großen Auswahl an Flughafensex für Quagmire entschieden haben. Bitte seien Sie vorsichtig beim Aufstehen, da der Inhalt Ihrer Vagina beim Koitus verrutscht sein könnte. Wer sonst außer Quagmire? Giggity, 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 let's have sex. Lasst uns für immer dieser schönen jungen Frau gedenken, die in der Blüte ihrer Jugend von uns ging. So unberührt, als wäre sie gerade geboren. Wer sonst außer Quagmire? He's Quagmire, Quagmire. Giggity, giggity, go. Jetzt muss ich dringend auf den Flieger. An welchem Gate ist Flug 209? 209? Der ist vor einer halben Stunde gestartet. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das Flugzeug wird abstürzen! Meine Freunde sind in dem Flugzeug, sie werden alle sterben! Was? Oh nein! Und das ist nicht die schlimmste Nachricht. Hier ist das Kondom, das ich überziehen wollte. Oh. Ich bin ein schlimmer Finger. Oh, oh, das sieht gefährlich aus. Wenn Sie meinen ganzen Namen sagen, wollen Sie mich mobben. Tja, wen haben wir denn da? Chris Griffin. Oh, Mann. Hey, Fettarsch. Du hast größere Möpse als deine Schwester. Ach ja? Tja, du hast, auch eine Schwester. Das ist dein Konter? Oh, Mann. Oh, mein Gott, der arme Chris. Er ist genauso ein Außenseiter wie Scarface. Okay, wir haben einen Deal. Du bringst das Geld und du kriegst das Koks. Alles klar, Scarface. Oh mein Gott! Man kann die Narben sehen, der Arzt sagte, das wird keiner merken. Ja, die können alle sehen, deswegen nennen wir dich Scarface. Halt, halt, halt! Wir?
Petey, willst du Pferdchen reiten? Jetzt reicht's! Ab jetzt machst du die ganze Arbeit und ich mache Quatsch mit Mr. Herbert. Das kannst du vergessen. Tessie, siehst du gerade, was ich sehe? Du bist fällig, alter Mann. Ich bin null fällig. Du bist fällig. Niemals. Ich reiß dir den Arsch auf. Du bist ein freches Großmaul. Und ich hasse Großmäuler. Buh, Großmaul. Warum bist du so ein Arsch, Dad? Dad? Ja, das ist mein Dad. Na ja, er hat ganz oft gesagt, dass er mich vollspritzen will. Jetzt hat er's geschafft. Entschuldige, dass ich eifersüchtig war. Schon in Ordnung, Chris. Hey, hat es dich ein bisschen erregt, als wir gekämpft haben? Nein. Mich auch nicht. Und nun die aktuelle. Besser als die Pilotfolge, aber nicht so gut wie die Star Wars-Folge von Family Guy. Tut mir leid, dass wir es erst jetzt gemeinsam zum Abendessen schaffen. Ach, schon in Ordnung. Du warst ja beschäftigt mit Todsein. Hast du den Kerl gewarnt, dass er, wenn er dich heiratet, auch deine Freunde heiratet? So witzig. Ich liebe es, wie er lacht. Das war unglaublich. Ich wollte nicht bellen, dass du dein Höschen ausgezogen hast, aber ich hielt's für ein Eichhörnchen. Bereit für Runde 2? Ich brauche noch ein bisschen. Ich erhole mich immer noch von der einen Sache, die so obszön war, dass man sie im faden zum Tode verurteilten Linearfernsehen nicht beschreiben könnte. Warst du schon immer so... verdorben? Nein, aber nach meiner Diagnose habe ich eine Liste von Sexschweinereien gemacht, die ich abhaken will. Peter, ich helfe dir, deine Impotenz zu besiegen. Zusammen schaffen wir das. Danke, Quagmire, das ist echt kacke. Selbst die Leute im Schreibwarenhandel scheinen es zu wissen. Könnten Sie mir bitte sagen, wo die Schnellhefter sind? Die sind drüben bei... Sekunde mal. Wir haben keine Schnellhefter mehr. Luke, was machst du denn hier? Ich bin ausgebrochen, weil ich es keine Sekunde länger ohne dich ausgehalten habe. Los, schnell, komm rein, bevor dich jemand sieht. Oh, Mac, das wünsche ich mir schon seit einer Ewigkeit. Und es schmeckt einfach viel besser als ein Penis. Also, dass das ein Witz war, weiß ich. Wenn du meinst. Niemand bestiehlt Carter Pewterschmidt. Ich hole mir in Afrika mein Geld wieder. Und du kommst mit. Afrika? Wir gehen nach Afrika? Ob uns das wohl verändern wird? Natürlich veränderte es uns. Seit 50 Jahren arbeite ich hier und gebe vor, eine Frau zu sein. Haben Sie es nie bedauert, keine Kinder zu haben, Mutter Bernadette? Oh, ich hatte zahlreiche Kinder. Der Große da blinzelt nicht oft, was? Lois, wo ist dein Portemonnaie? Ein paar meiner Kinder und ich wollen ins Kino gehen. Übrigens, Zwergen-Peter ist tot. Ich wusste nicht, was er ist, da habe ich ihm nichts gegeben. Sein Name war Tyler. Er hatte einen Namen. Alles, was du sagst, sagst du mit Stolz. Das gefällt mir an dir. Das bedeutet, dass ich alles nochmal erleben muss. Jeden schmerzhaften, schrägen Moment. Zum Beispiel, wie ich vergessen habe, was nach G kommt und improvisieren musste. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, ich stehe hier mittendrin. Warte, bis das Lied aus ist. Old MacDonald hat ne Kuh. Jetzt kenn ich das Alphabet. Ach, heute Abend kommt die Babysitterin Rupert, die liebreizende Ladon. Oh, hallo Ladon. Na, wie läuft's so? Wie geht's dir? Ja. Oh, ich bin's nur Stewie. Ich bin ganz ich selbst. Ja. Oh, das hier? Tja, das ist nur mein Prachtapparat. Ja, nur mein Düsenputzer. Der Herr hat's gegeben und ich hab's genommen. Ist eine kleine Freudenschleuder. Ja. Warum sagst du es nicht einfach? Sag das Wort, Brian. Ich will hören, dass du es sagst. Abtreibung, Abtreibung. Du wirst dich sofort einer fetten Abtreibung unterziehen. Du kannst es nicht mal sagen. Ich glaube, ich muss kotzen. Erspar mir die Komödie. Das ist keine von deinen beschissenen Kurzgeschichten. Das hier ist das wahre Leben. Sei ein Mann. Du wirst es abtreiben lassen, Stewie. Das werde ich nicht. Unser Kind wächst in meinem Bauch heran. Red nicht so'n Scheiß und woher weißt du, dass es meins ist?
Wie kannst du es wagen? Bin ich nur eine Schlampe für dich? Tja, diese Schlampe bekommt dein Baby! Sind sie nicht ein bisschen fett für die Sturmtruppen? Bleib hier und verrotte, blöde Mistkuh! Halt! Wer sind sie? Ich bin Luke Skywalker. Ich, Han Solo und Obi-Wan sind hier, um sie zu retten. Was? Obi-Wan Kenobi? Ja, jetzt bin ich gar nicht mehr so fett, was? Ich habe viel zu erledigen und ich brauche deine Hilfe. Na gut, wenn ich das nicht darf, dann werde ich was zerstören, das du liebst. Na, zufrieden? Darüber reden wir nebenan. Ich mag es nicht, vor den Kindern zu streiten. Ich möchte aber vor den Kindern streiten. Ich brauche die Begeisterung eines Publikums. Dieses eine Mal bleibst du hier und hilfst mir im Haus. Und jetzt pass auf Stewie auf, ich muss los. Wer das auch war. Dankeschön. Kann ich dir Geld geben und du stellst mir einen Scheck aus, damit ich mir etwas aus diesem Modekatalog hier bestellen kann? Was willst du denn? Lass mich raten. Ihn. Voll erwischt, Stewie. Tja, wenn du es wärst... Würdest du den Katalog nehmen und ihn auf den Boden legen und draufpinkeln, weil du ein Hund bist? Und du bist dumm. Und du hast einen komischen Zehennagel zwischen der Hand und dem Ellbogen. Gut gekontert. Da habe ich mir was zusammengestottert. Ich hätte schneller sein müssen und antworten. Wirklich? Warum sollte ich deinen Ex-Lover bestellen und dann das machen? Ein Kater und sein Name ist James. Ist der Kleine nicht unheimlich süß? Hi, James. Oh, mein Gott. Wenn ich ihn da hinten streichle, streckt er gleich den Arsch hoch. Oh, oh, und da geht er ab, und da geht er ab. Oh, komm her, James. Seit wann magst du Katzen? Seit ich den Kleinen hier im Garten gefunden habe. Oh, sieh mal, Joe, er will dein Freund sein. Oh, tut mir leid. Nein, das ist nicht schlimm. Glenn, Liebling, beruhige dich. Nein, ich werde mich nicht beruhigen. Ich ertrage das nicht mehr. Hör zu, Dad. Als du das erste Mal was mit Brian hattest, fand ich es grauenvoll. Aber du warst verwirrt. Du hattest eine große Veränderung durchgemacht. Du wusstest nicht, wie es wird und hast das Erstbeste genommen. Aber du bist eine wunderschöne, intelligente Frau. Du hattest Zeit, dich zu entwickeln und entscheidest dich für Brian? Warum, um Gottes Willen, nimmst du ihn? Weil ich ihn liebe, sagte Ida couragiert. Ich habe Romane veröffentlicht. Im Selbstverlag! Du bist ein aufgeblähter, angeberischer Heuchler! Der an der Brown war. Für ein Semester. Du warst an der Brown? Für 2 Monate, siehst du? Genau das meine ich. Sein ganzes Leben ist eine Lüge. Ich ertrag das nicht mehr. Entweder er oder ich. Ich will Brian zuerst ansprechen. Brian, ich habe jede unserer gemeinsamen Minuten genossen. Dass ich mich mit jemandem auf so vielen Ebenen verstehe, hätte ich nie gedacht. Mit einem Elite-Studenten. Schwachsinn. Aber egal, wie wichtig du mir bist, ich kann meinen Sohn nicht aufgeben. Aber Ida... Er ist mein Sohn. Ich habe mich entschieden. Und tschüss, Brian. Du bist Geschichte. Und dieses Mal wird die Geschichte nicht wieder zum Leben erweckt. Nachts im Museum. Tut mir leid, Brian. Ich werde nie vergessen, was wir zusammen hatten. Ich verstehe. Könnt ihr das beenden? Da kommt Peter und ich glaube, er hat ein Problem mit dem Spiel. Quagmire, wir haben ausgemacht, man muss einen mit 2 Händen berühren. Und dann hat Chris mich mit 1 berührt. Und ich habe gesagt, das zählt nicht. Aber er hat den Touchdown nicht zählen lassen. Also habe ich ihm den Ball auf den Kopf gehauen. Und jetzt bewegt er sich nicht mehr. Er kann noch zwinkern. Aber sonst nichts. Ist mein Hund immer noch dein Dad? Nein. Chris, er hat gesagt, der Touchdown zählt. Leute, ich muss euch was mitteilen. Gestern Abend im Weißen Haus hat Präsident Trump mich unsittlich berührt. Was? Meg, das ist mein Boss. Okay, meine Karriere steht auf dem Spiel. Ich habe einen ganzen Tag dafür gearbeitet. Bist du, dass ich an einem Tag alles wegwerfe, was ich an einem Tag aufgebaut habe? Ein ganzer Tag Arbeit, puff, an einem Tag weg. Erwartest du, dass wir glauben, dass der Präsident der Vereinigten Staaten einer Frau einfach an die... Das ist lächerlich. Wie könnt ihr mir das nicht glauben? Oh, warte, CNN läuft. Da bin ich das lauteste von viel zu vielen Fenstern. Dieses Land braucht eine höhere Grenzsicherheit. Unsere Grenzsicherheit ist die höchste der Welt. Es ist am wichtigsten, dass wir uns um unsere Kinder kümmern. Ich kann keine Erektion kriegen. Glauben Sie, Ihnen Amnestie zu gewähren, ist fair gegenüber denen, die schon da sind? Sie tragen zum Wirtschaftswachstum bei. Ich habe alle Kräuter versucht. Amnestie ist niemals die Antwort. Es ist keine Amnestie, sondern die Anerkennung des Beitrags, den Sie für unser Land... Die sagten, ich soll meditieren, aber da schlafe ich immer ein. Wir brauchen mehr Überwachung. Und wir müssen die bestehenden Gesetze verschärfen. Ich habe große Angst, allein mit meiner Frau zu sein. Das setzt mich unter Druck. Es wird sich nie etwas verändern, wenn der Kongress nicht zu einem Kompromiss bereit ist. Genau meine Meinung. Eine Mauer wäre die Lösung. Ich wache mit einer Erektion auf, aber hab nie eine, wenn sie neben mir liegt. Eine Mauer würde gar nichts lösen. Diese Kinder haben Rechte. Ich habe 3 Riesen für einen Karibikurlaub ausgegeben, weil ich dachte, das hilft. Aber dann saß ich halb schlaff unter Kokospalmen. Leider haben wir nicht mehr Sendezeit. Vielen Dank, Mr. Griffin. Schicken Sie mich nicht nach Hause zu meiner Frau. Demokraten.
Deswegen waren wir in der Karibik? Dad, hast du gehört, was ich gesagt habe? Tut mir leid, Meg, ich muss zur Arbeit. Was? Du willst weiter für diesen Mann arbeiten, obwohl er mich betatscht hat? Meg, du musst mit diesen Geschichten aufhören. Die Menschen hassen Lügner. So wie die Leute, die Sleepy Hollow untertitelt haben, die männliche Hauptfigur gehasst haben. Warum ist unser Bett auseinandergeschnitten? Weil ich es satt habe, dass du mich nachts immer plattwalzt. Dr. Hartman hat angerufen. Er sagt, meine Wirbelsäule ist jetzt schief. Lois, wenn Gott gewollt hätte, dass ich nicht mit meiner Frau schlafe, wäre ich John Travolta geworden. Peter, ich bin müde. Können wir es nicht wenigstens versuchen? Na siehst du. Gute Nacht, Peter. Ich kann so nicht schlafen, Lois. Ich brauche jemanden zum Kuscheln. Glaub mir, Männer wollen auch kuscheln. Sogar kalte, gefühllose Männer wie Charles Bronson. Hey, Charles Bronsons Frau, rutsch rüber. Ich will kuscheln. Das ist schön. Sind eure Kameras bereit, Jungs? Ja, was wird das? Naja, als Veteran muss ich Star in einem viralen YouTube-Video sein, in dem ich mein geliebtes Haustier wieder treffe. Legen wir los. Mein Haustier ist Christian der Löwe. Ich mache zwei Internetsachen auf einmal. Das ist mein heterosexueller Mitbewohner Ace, mit dem ich den Löwen vor 20 Jahren besaß. Du siehst toll aus, Peter. Ich habe jetzt Familie! Da wären wir. So, Jungs, rückt zusammen. Ich bin Bibelfotograf. Okay, wir lächeln, wir freuen uns, das Jesuskind zu sehen. Und schon gut. Passt auf, dass ihr nicht ausrutscht. Da drin ist sicher alles voll jungfräulichem Olivenöl. Das finde ich scharf. Igitt. Hallo, wir sind die drei weisen Männer. Wir sind einem Stern hierher gefolgt. Diese beiden Aussagen widersprechen sich. Außerdem bringen wir Gaben. Ich habe Weihrauch dabei. Und ich Myrrhe. Und ich eine Milchpumpe, was in diesen Zeiten einfach ein Kerl ist. Wann soll ich anfangen? Oh, er kommt raus. Oh, es tut so weh. Ich hasse es, Weihnachten zu arbeiten. Oh, gleich haben wir's. VCHR wird zu NCHR. Wie geht's euch allen so? Oh, er ist ein Wunder. Wenn du Jungfrau bist, wieso bin ich da wie eine geschmierte Kanonenkugel rausgeflogen? Seid gegrüßt. Ich will den neugeborenen König begrüßen, hab aber leider kein Geschenk dabei. Und was hast du da in der Hand? Meine Trommel? Dann hast du ihm eine Trommel mitgebracht. Recht gutes Geschenk. Das ist alles, was ich habe. Deswegen nennt man mich der kleine Trommler. Das Kind will die Trommel. Ja, Trommeln! Toll, du musstest ja den Schmetterling jagen. Ja, ich musste den Schmetterling jagen. Ich bin hier rausgekommen, um die Natur zu beobachten. Warum bist du hergekommen? Ich ging in die Wälder, denn ich wollte wohlüberlegt leben. Um alles auszurotten, was nicht Leben war. Damit ich nicht in der Todesstunde inne würde, dass ich gar nicht gelebt hatte. Wow, Stewie, das war wunderschön. Hast du das geschrieben? Nein. Aber können Sie mir sagen, wer es war? Antworten Sie jetzt. Dann sehen wir doch mal, was Sie geantwortet haben. Wow. Wissen Sie, wer das ist? Wissen Sie, wer es war übrigens? Henry David Thoreau. Wissen Sie, wer Thornton Mellon ist? Das war die Figur, die Rodney Dangerfield in Mach's nochmal, Dad, gespielt hat. Sind Sie jetzt stolz auf sich? Hä? Deswegen sind die anderen Länder alle besser als wir. Sie sind selbst schuld, wenn Sie sich das nächste Mal wieder über den indischen Tierarzt beschweren müssen, weil er Ihre Katze zu hart... News aus Kohok. Im Stadtpark hat ein unbekannter betrunkener Fahrerflucht begangen. Zwei Kinder werden vermisst. Da war ich auch gerade. Sieh nur. Seine Ansichten haben unser Land für eine Generation versaut. Ich hasse alles an diesem Mann, dem zeige ich's jetzt. Mein Name ist Brian Griffin und ich habe Ihnen was zu sagen. Unsere Republik wurde von euch Arschgeigen versaut und in den Dreck gezogen. Sie sind Kacke. Sie sind furchtbar. Darf ich Sie was fragen? Okay. Haben Sie je was gelesen, das ich verfasst habe? Naja, nein, aber ich habe was gelesen, das andere Leute geschrieben haben über das, was Sie geschrieben haben. Und ich finde das, was andere Leute geschrieben haben über das, was Sie geschrieben haben, nicht gut. Kein bisschen, Sir. Ach, Herrgott nochmal, Brian. Lesen Sie mein Buch. Urteilen Sie selbst. Da sehe ich mir lieber osteuropäische Pornos an. Bravo! Schnark! Bravo! Schnark! Bravo! Schnark! Bravo! Schnark! Bravo! Schnark! Hallo! Rechtskonservativer Wichser. Soll ich Ihnen mein Buch signieren? Ha! Sie können mir meinen Arsch signieren. Das hätte ich ihm mal sagen sollen. Oh!
Oh mein Gott! Rush Limbaugh hatte die ganze Zeit recht. Konservativer Republikanismus ist die Lösung. Gut. Freut mich für Brian. Es macht Spaß, echte, bodenständige Amerikaner kennenzulernen. Der Hammer ist toll. Fahren Sie ihn gern? Ein tolles Gefährt. Ich will nicht sagen, dass man schwul ist, wenn man was anderes fährt. Aber wenn man was anderes fährt, ist man vermutlich ein Kerl, der andere Männer gern sexuell befriedigt. Hey, mein neuer Freund Brian. Hi, Rush. Ich würde mich gerne noch weiter mit Ihnen austauschen und erfahren, was Sie sonst noch so über die Dinge in unserem Land denken. Da kann ich Ihnen noch was Besseres bieten. Wow, ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Fuß in die Zentrale der Republikaner setzen würde. Wahnsinn! Es wird noch besser. Kommen Sie, ich stelle Ihnen ein paar von meinen Kumpels vor. Brian, das ist George W. Bush. Hey, Georgie! Onkel Rush! Oh, du wirst immer schwerer. Ich weiß, ich bin 64 und drei Viertel. Du kleiner Bengel, du. Hey, hast du einen für mich? Was, wovon sprichst du? Ach komm schon, Onkel Rush. Ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Komm schon. Oh? Was habe ich denn da gefunden? Ja! Yippie! Danke, Onkel Rush! Sag's meinem Dad nicht. Also, Rush, offensichtlich sind Sie gut hergekommen. Auf Straßen, die aus öffentlicher Hand von der Regierung gebaut wurden. Wie finden Sie das, Rush? Die Regierung ist wohl ganz gut, so wie Lois sagt. Ich habe privat gebaute Mautstraßen genommen. Viel angenehmer als diese rumpligen öffentlichen Straßen. Ja, Lois, die Regierung ist total unfähig. Mautstraßen sind sicher herrlich. Leider können sich die nur die ganz Reichen leisten. Ich stimme Lois zu. Mehr Leute könnten sich die leisten, wenn die Regierung nicht so hohe Steuern kassieren würde. Jetzt stimme ich Rush zu. Ich bin nicht so blöd, um meine eigene Meinung zu haben. Sie Sausack! Warum sind Sie nur so feindselig? Weil Sie unseren Hund manipuliert haben! Hören Sie, gute Frau, ich hab nur... Tut mir leid. Hören Sie, ich habe Brian nur ein neues Denkmodell vorgestellt und er hat es... Oh Gott, ich gehe darüber. Und er hat es selbst angenommen. Nachdem Rush mir die Augen geöffnet hat, sehe ich die Welt jetzt in einem völlig anderen Licht. Och, ist das eine neue Kaffeemaschine? Ja, ich habe mir erlaubt, Ihre alte durch eine neue amerikanische Maschine zu ersetzen. Ich habe ganz viele tolle Sachen Made in America besorgt. Was denn sonst noch? Nur ein paar Dinge. Die Lampe da. Die Hitzesteuerung am Herd. Ihr Männer-BH. Ihr Müllschlucker. Ihre Spülmaschine. Und die Katze. Hey, Rush, kann ich hier drinnen dabei sein? Na schön, gut. Aber sagen Sie bitte nichts, ja? Wir sprachen gerade über die Demokratin Nancy Pelosi. Wie verhindern wir, dass sie ihre Theorien verbreitet? Wir binden sie auf ein Brett, legen ihr ein Tuch aufs Gesicht und schütten Wasser darauf, um Ertrinken zu simulieren. Nieder mit der Regierung! Wir machen jetzt eine kleine Pause, Freunde, und sind gleich wieder da. Sind Sie verrückt? Was glauben Sie, was das hier für eine Show ist? Kommen Sie schon, Pelosi ist ein Monster und sie ist crackabhängig. Das sehen Sie doch genauso wie ich. Natürlich ist sie crackabhängig, aber das kann man nicht einfach sagen. Man muss die Leute intelligent dahin führen, damit sie es selbst herausfinden. Sie sollten verschwinden, auf der Stelle. Gern, ich möchte meine Zeit nicht mit einem Weichei verschwenden. Sie wollen Republikaner sein? Republikaner haben keine Angst vor einem Kampf. Das werde ich Ihnen beweisen. Wer sind Sie und wie kommen Sie hier rein? Schnauze, Pelosi! Wollen Sie mir mein Baby wegnehmen? Nein, ich will Sie auf ein Brett fesseln, Ihnen ein Tuch aufs Gesicht legen und Wasser draufschütten, um Ertrinken zu simulieren. Es leben die traditionellen... Gut, Peter, du bist dran. Boxershorts oder Slips? Was? So einen schlechten hast du noch nie gebracht. Es tut mir leid, ich bin völlig fertig. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Brian und der Nachbarhund haben mich wachgehalten. Hallo? Hallo? Hallo! Bist du ein Hund? Ja! Ich bin auch ein Hund! Ist ja klasse! Ja! Yeah. Wir sind Hunde! Ja, yeah, wir sind Hunde! Hunde, die nebeneinander wohnen! Hey, seid ihr Hunde? Ja! Yeah. Wir sind voll die Hunde! Ja, wir beide! Wenn du so müde bist, solltest du einen Kaffee trinken. Ja, oder vielleicht Red Bull. Red Bull? Was ist Red Bull? Du kennst Red Bull nicht? Das ist ein Energy Drink. Bitte, Peter, geht aufs Haus. Und, wie ist es? Holla, 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 was geht, Partyfreunde? Oh, was zum Teufel sind das für Dinger? Vorhänge? Langweilig! Leck mich am Arsch, ist das voll hier drin. Hey! Das ist fabelhaft, macht das Zimmer viel größer. Peter, da bist du ja. Wo warst du? Ich hab mir Sorgen gemacht. Ein paar Red Bull gekippt, nach New York gefahren. Was soll's denn? Ah, hallihallo, mein kleiner Freund. Peter, wo hast du diese Kuh her? Oh, das ist eine blöde Frage, Lois. Ich hab sie gekauft, damit wir jeden Tag frische Milch haben können. Oh Mann, dieses Red Bull ist wirklich starker Stoff.
was machst du da? Lois, wo ist mein Red Bull? Ich habe es aus dem Haus entfernt. Warum machst du so einen Scheiß? Weil es dich verrückt macht und weil es dir nicht gut tut. Deswegen habe ich es in den Garten geschüttet. Offizieller Blumeneinsatz. Was machst du, Peter? Ich mix mein eigenes Red Bull. Lois kann mich nicht davon abhalten, die krankhaften Höhen und Tiefen zu erleben, nach denen mein Körper verlangt. Moment, du schüttest da Kerosin rein? Das ist Wahnsinn, das zerstört deinen Körper. Kerosin ist Treibstoff, Brian. Red Bull ist Treibstoff. Kerosin ist Red Bull. Lass mich in Ruhe, während ich mich dieser Aufgabe widme. Dieser Drink wird dich umbringen. Brian, was mich umbringt, macht mich stärker. Ah, siehst du, Brian, mir geht's großartig. Oh mein Gott. Nierenversagen. Wird er sich davon erholen? Ja und nein. Er steht auf einer Transplantationsliste, aber das dauert Monate. Bis ein Spender gefunden ist, muss er sich dreimal wöchentlich einer Dialyse unterziehen. Dialyse? Gibt es einen anderen Weg? Ja, den gibt es. Nein. Wir machen die Dialyse. Ich komme zu meiner Dialyse. Setzen Sie sich, ich schließe Sie an. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Es sind schon 3 Wochen. Es macht mich irre, hier so lang rumzuhocken. Ich weiß, es fällt schwer, aber vielleicht kann ich es Ihnen leichter machen. Spielen Sie mit diesem Eimer Nachgeburten. Ach, Helga, der Schreckliche. Der macht immer etwas Schreckliches. Oh mein Gott, oh, ich will das angucken, aber ich habe die dämliche Dialyse um 3. Ich hab satt, der Scheiß ruiniert mir das ganze Leben. Ja, ich meine, du kannst doch meine Behandlung weglassen, das wird dich nicht gleich umbringen. Ja, so wie wenn man ein Antibiotikum nicht nimmt, dann nimmt man das nächste. Wahrscheinlich habt ihr recht. Oh mein Gott, Peter, du siehst nicht gut aus. Blödsinn, ich fühle mich riesig, als ob ich noch 20 Jahre oder mehr machen könnte. Nun, diesen Ergebnissen nach, passt Brians Niere. Das wäre jetzt toll. Da wäre nur eins. Mrs. Griffin, könnte ich mit Ihnen und Brian allein sprechen? Selbstverständlich. Kinder, ihr wartet im Wagen. Damit der Eingriff Erfolg hat, müssten wir 2 Nieren verpflanzen. Aber ich habe nur 2. Ganz genau. Der Eingriff würde dich umbringen. Da wird einer abgeschleppt. Gibt es keinen anderen Weg? Ich fürchte nein, Mrs. Griffin. Ich mach's. Was? Ich mach's. Du bekommst meine Nieren. Tja, es geht los. Weißt du, Kumpel, es wird mir fehlen, einen Hund zu haben. Hey, wie wär's? Willst du ein letztes Mal mein Hund sein, hä? Klar, Peter, wenn du das willst. Hey, was ist das? Was ist das? Was ist das? Chirurgiebesteck. Wem gehört das? Wem gehört das? Dem Krankenhaus, nehme ich an. Wofür ist das, hä? Wofür ist das? Um mich aufzuschneiden, meine Organe zu ernten und mich zu töten. Holst du es dir? Willst du es dir holen? Nein, ich glaube, die Ärzte brauchen es. Können wir liegen bleiben? Gut. Och, seht euch das an. Jetzt werde ich aber wirklich misstrauisch. Hat hier Tag, Paket für Brian Griffin. Ich unterschreibe für ihn. Paket, Brian! Ah, was das wohl ist. Es ist mein Buch und ein Brief von meinem Verleger. Wir schicken Ihnen alle unverkauften Exemplare von Schneller als Liebesgeschwindigkeit zurück. Haben Sie eine Garage oder einen Lagerraum? Da drin sind 300 Kisten. Wow, das sind eine Menge Kisten. Mann, ist das abgefahren. Guck mal, womit die dein Buch verpackt haben. Mit Schredderstreifen von deinem Buch. Es reicht. Vorbei. Ich werde nie wieder schreiben. Was? Schreiben ist das Einzige, was deinem Alkoholismus Glaubwürdigkeit verleiht. Oh, warte kurz, mir ist gerade was eingefallen. Ich habe letzte Woche eine Vase gekauft. Sie ist noch in der Kiste und ich wollte nur nachsehen, womit sie eingepackt. Oh, es ist dein Buch! Und fertig. Das war's. 3 Stunden, 26 Minuten und ich habe einen großen, dampfenden Buchstabenhaufen produziert. Ich habe einen Freund, der dir vielleicht bei der Veröffentlichung helfen könnte. Du hast einen Freund im Verlagswesen und du hast es mir nie gesagt? Er ist praktisch ein neuer Freund. Wer ist es? Ich glaube, das willst du nicht so genau wissen. Sagen wir einfach, er ist ein Freund im Verlagswesen und er ruft jeden Donnerstag an. Brian, wenn du fertig bist, kann ich einen Piratenhut basteln? Hier, nimm sie. Ich sehe geil aus. Gut, ich muss jetzt auf eine Hochzeit. Wir sehen uns später. Ich hab dir gleich gesagt, das Buch ist gut. Ja, ich danke dir vielmals, Don.
Rote Hose, gelbes, langärmeliges Shirt. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit dafür. Oh, die wollen dein Buch rausbringen. Ist nicht dein Ernst. Das glaube ich nicht. Was Schlechteres habe ich nie geschrieben. Die Pinguin-Edition sieht das aber anders. Der Chefredakteur will, dass du ihn anrufst. Pinguin-Edition? Einen Moment bitte. Sir, ich habe einen Brian Griffin in der... Raus, raus hier, auf der Stelle! Gute Arbeit, Stewie. Du solltest mein Agent werden. Weißt du, ich will nicht, dass du mir das anbietest, nur weil wir verwandt sind. Ich habe Referenzen vorzuweisen. Weißt du, ich war einen Monat lang der Schlabberhauthalter von Melanie Griffith. Melanie! Ich kann das nicht mehr länger halten! Ah! Ich hätte im Bett bleiben sollen. Bis jetzt machst du deine Sache super. Ich habe gerade mit New York gesimst, wir haben deine große Nummer vor. Ich habe einen Flug gebucht und darum gebeten, dass du nicht neben einem Asiaten sitzen musst. Das ist rassistisch, das ist furchtbar. Soll ich nochmal anrufen und es ändern lassen? Jetzt ist es schon so, das wäre doch zu viel Aufwand. Das ist nur eine Telefonnummer. Ich weiß, meine Nummer. Oh. Ja. Oh. Ja. Yeah. Verstehe. Ja. Yeah. Ich finde das ein bisschen eklig. Hey, Glückwunsch, du wirst jetzt von einem Promi gehasst. Okay, also das war's jetzt erstmal mit den Autogrammen. Herzlichen Dank, dass Sie alle hergekommen sind. Und nicht vergessen, wünschen, wollen, kaufen. Na dann, fahr mal ein bisschen runter, du bist schlimmer als dieser Pinguin-Chefredakteur. Du willst, dass dein Buch verlegt wird, hä? Nun, ja. Tja, wenn du es schwarz auf weiß willst, dann musst du es auch unter schwarz-weiß wollen. Hey, Brian, willkommen zu Haus. Wie war die Signierstunde? Gott, lässt du mir vielleicht 5 Minuten zum Ankommen, bitte? Es war ein echt beschissener Flug und ich musste neben einem Japaner sitzen, der erkältet war. Es tut mir sowas von leid. Ich habe genug. Hast du verstanden? Ich habe genug von dir. Brian, bitte. Du bist gefeuert. Wissen Sie, ich habe Ihr Werk Wünschen, Wollen, Tun gelesen. Oh Mann, das ist mir fast peinlich. Fehlt noch, dass Sie beide mir jetzt sagen, dass es Ihr Leben verändert hat. Tja, ich habe es nicht gelesen. Oh hey, Sie waren der eine. Es verkauft sich sehr gut. Auch wenn es sich vielleicht gut verkauft, muss ich sagen, ich gebe Ariana recht. Es ist ein eher schädliches Buch. Oh, wann haben Sie das gesagt? Vor 10 Sekunden. Oh, habe ich nicht mitgekriegt. Vielleicht war ich einfach zu überrascht darüber, dass Sie überhaupt lesen können. Sagen Sie, was ist Ihr Problem, Sie alte Hexe? Was ist Ihr Problem, Snoopy? Bill, er uriniert. Oh. Das reicht, Sie will raus hier. Nein, 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 raus hier. Raus hier sofort. Raus hier. Du musst draußen bleiben. Klopf, klopf. Hey, Stewie. Was willst du denn? Ich will nur über das reden, was passiert ist. Weißt du, du hast als Einziger an mich geglaubt, als ich ganz unten war. Das ist alles so schnell passiert und ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Ich meine, gut, du warst ein bisschen überfordert, aber... Moment. Ich war überfordert? Ja, aber es geht mir nicht um deine Fehler, sondern darum, dass ich mich entschuldigen will. Okay, dann entschuldige dich. Hab ich gerade. Hast du nicht. Du hast gerade gesagt, es geht darum, dass ich mich entschuldigen will. Das ist keine Entschuldigung. Gut, Stewie, es tut mir leid, dass ich dich in eine Lage gebracht habe, die du ganz klar nicht bewältigen konntest. Jetzt geht das schon wieder los. Was soll der Scheiß? Hör auf damit! Du hast recht. Hier geht es um Versöhnung. Und nicht darum, was für ein Mist du die ganze Zeit gebaut hast, sondern darum, wie falsch ich darauf reagiert habe. Also, es tut mir leid, dass ich mich über deine schlimmen Fehler so aufgeregt habe. Besser wird es wohl nicht werden, was? Kein Stück. Du kannst nicht... Also, Männer, eure Aufgabe heute Abend ist es, das Eindringen der Zahnfee zu verhindern. SpongeBob, du bewachst den Osten. Starscream, du übernimmst den Westen. Mike Tyson, dich stelle ich in die Mitte, dann kannst du der Zahnfee gleich ein Ohr abbeißen, wenn sie kommt. Hey, ist ja gut, es ist morgen. Ach, wirklich? Ich wusste es, ich hab sie abgeschreckt. Sieh mal unterm Kopfkissen nach. Wie ist die herangekommen? Die muss leiser als der Diätberater von Britney Spears gewesen sein. Nee, nicht zu viel Transfettsäuren. Es muss ja nicht immer Soße sein. Weißt du, da links stehen noch ein paar Karotten. Der Käsekuchen war für alle gedacht. Ihre Hand war direkt unter meinem Kissen. Sie hätte mir das Genick brechen können, wenn sie gewollt hätte. Keine Angst, es dauert bestimmt noch, bis du den nächsten Zahn verlierst. Darauf kann ich nicht warten. Ich muss sie mit einer List nochmal anlocken und dann bringe ich sie selbst um.
Aber um eine Fee zu fangen, muss ich wie eine Fee denken. Wenn Sie wollen, dass Brian sagt, na, das wird dir nicht schwerfallen, schicken Sie eine SMS mit Famguy 1. Wenn Brian sagen soll, da verbrenne ich mir nicht das Maul, eine SMS mit Famguy 2. Wenn Brian Arriba sagen und um einen Sombrero tanzen soll, eine SMS mit Famguy 3. Die Leitungen sind jetzt offen. Sie haben gewählt. Arriba! Und nun wie Asiaten. Wie viel muss ich blinken, um 8 Spuren zu wechseln? Keinmal? Dann wechsle ich jetzt. Viel Glück, ihr anderen. Es dürfte nicht allzu schwer sein, hier einen Zahn zu bekommen, um die verdammte Fee zurückzulocken. Ich wäre sehr gern mit dir allein zu Hause, Kevin. Oh Mann, Meg. Ich würde gern mehr mit dir anstellen, als nur rumzuknutschen. Ich weiß, es geht mir ja genauso, aber wir haben uns dazu entschieden, enthaltsam zu sein. Obwohl, es gibt Möglichkeiten, wie wir unseren Schwur halten und trotzdem mehr machen können. Du hast recht. Denkst du dasselbe, was ich denke? Aha. Oh, da ist er ja, ich sehe ihn. Ehrlich, Roy, ich hoffe wirklich, du kannst besser squashen als passen. Das werden wir diesen Samstag schon rausfinden. Also dann, Peter, bist du bereit für den Rollenspielabend? Hier kommt Grimace! Hast du ein paar Hamburger, die ich klauen kann, hä? Lois, der Hamburger stiehlt Hamburger. Grimace ist Ronald McDonalds zurückgebliebener Freund. Ach komm schon, Peter, du stehst auf Grimace mit dem Schandmaul, du... Peter, was zum Teufel ist das? Mein Keuschheitsgürtel. Ein Keuschheitsgürtel? Wozu in Gottes Namen brauchst du den? Ich bin enthaltsam. Steht alles in dem Heft hier, das Meg aus der Schule mitgebracht hat. Sex macht normale Menschen schwul und Schwule zu Mexikanern. Jeder rutscht eine Stufe runter. Ach, das ist Unsinn. Man kann junge Menschen nicht zur Enthaltsamkeit zwingen. Was für ein Schaden kann ein bisschen Enthaltsamkeit schon anrichten? Meg Griffin, wir müssen uns unterhalten. Mom! Oh, mein Gott! Du hast es ihm gerade mit dem Ohr gemacht. Mein Sandwich schmeckt komisch. Stimmt was mit... Hey, wir haben eine Postkarte von Peter und Lois von der Kreuzfahrt be... Was machst du da? Oh, hallo, Brian. Weißt du noch, wie ich mich beschwert habe, dass Lois und der Fettsack mich nicht mitgenommen haben? Ja. Und dann hast du gesagt, ich hätte es nicht drauf, Lois umzubringen. Also habe ich eine Simulation durchgeführt, was passieren würde, wenn ich Lois umbringen und die Weltherrschaft übernehmen würde. Und wie ist es gelaufen? Nicht gut, Brian. Nicht gut. Ich bin weder reif genug, Lois umzubringen, noch die Weltherrschaft zu übernehmen. Oh, Smilla, dein Gespür für Schnee wird nur übertroffen von deinem Gespür für die Liebe. Peter, hast du dir die ganze Nacht Frauenfilme angesehen? Bevor ich diese Filme entdeckt habe, haben Frauen mein Herz nur über meinen Penis erobert. Jetzt erobern sie mein Herz über meine Augen. Ich hab mich entschlossen. Ich drehe meinen eigenen Frauenfilm. Wie bitte? Du hast keine Ahnung, wie man einen Film dreht. Soll das ein Witz sein? Ich habe viel Erfahrung in der Filmbranche. Ich war ursprünglich für Pretty Woman vorgesehen. Du siehst fantastisch aus, aber eine Kleinigkeit fehlt noch. Das ist ein wunderbares Fleckchen, Stewie. Ich weiß, ich komme wahnsinnig gern her, um hier zu sitzen und in Ruhe Leute zu beobachten. Da, da, guck mal da, siehst du den da? Siehst du, was ist das? Was macht der da? Steht einfach da und riecht an seiner Hand. Was ist das? Was ist das an meiner Hand? Ist das Barbecue-Soße? Wann habe ich das letzte Mal Barbecue-Soße gegessen? Oh, guck mal. Jüdischer Cowboy. Ja, aber wenn die Sonne untergeht, dann bist du nicht mehr so cool, oder? Angel dir mit deinem Lasso schnell noch ein Sushi-Päckchen, Marshall Rosenbaum. Weißt du, Stewie, ich bin froh, dass ich dir noch eine Chance gegeben habe. Du bist echt ein ganz besonderer Kerl. Ich weiß. Nein, ich mache nur Spaß, so selbstverliebt bin ich nicht. Aber weißt du was, Olivia, ich kann mir nichts vorstellen, was ich lieber täte, als hier mit dir an diesem Ort zu sitzen. Oh, guck mal, der Typ da. Der schneidet sich sicher selbst die Haare. Ja, ohne Frage, oh mein Gott. Oh, siehst du diesen zugeknöpften Asiaten? Siehst du den? Ich kenne nur meine Arbeit, ich kenne keinen Spaß. Mann, das ist eine tolle Stadt, ganz egal, was die anderen sagen. Finde ich auch. Die Skyline vor diesem Sonnenuntergang. Genau. Wow, siehst du das? Ein perfektes Ende für einen perfekten Tag. Ja, wir sollten lieber nach Hause gehen, die Gegend wird nachts ziemlich gefährlich. Oh!
Okay, Leute, willkommen am Set zum ersten Drehtag von Vaginalien aus Stahl. Peter, dieser Film ist doch vollkommen sinnlos. Ist er überhaupt nicht, Lois? Das ist die Szene, in der unsere Heldin Vagina Schmerz von Dr. McShamlippe hier gesagt bekommt, dass sie unheilbar an Weiberkrebs erkrankt ist. Alles klar, Joe, raus aus dem Rollstuhl, wir drehen das Ding. Ich kann nicht raus aus dem Rollstuhl, ich brauche ihn zur Fortbewegung. Okay, aber deine Figur kann laufen. Peter, ich habe eine Behinderung, ich kann nicht laufen. Okay, Chris, Kamera ab und Action. Joe, steh aus dem scheiß Stuhl auf. Chris, hol den Viehtreiber. Und jetzt zieh ihm ein bisschen die Zunge raus, dann sieht's aus, als würde er reden. Ich hasse solche Veranstaltungen. Liebling, versuch doch ein bisschen Spaß zu haben. Ich kenne hier niemanden, das sind alles deine Freunde. Das. Entspann dich, nimm ein Stück Torte oder was anderes. Hey, hey, wen haben wir denn da? Oh mein Gott, Victor? Hallo, mein Kleines, wie geht es dir? Gut, sehr gut, wow, Stewie, das ist Victor. Wir haben zusammen einen Werbespot für Fruchtbonbons gedreht und es gibt im Doppelpack, also nimm zwei. ja, schön dich kennenzulernen, wie geht's so? Victor ist ein toller Schauspieler, er hat eine Babyleiche in CSI Miami gespielt. Ja, aber jetzt bin ich mehr mit Schreiben beschäftigt. Warte mal eine Sekunde. Idee für eine Kurzgeschichte. Man holt Popel aus der Nase und isst ihn auf. Ja, viel Glück damit. Ach, Olivia, wie wär's, wenn wir uns ein Glas Bowle holen? Oder du holst zwei Gläser für Victor und mich, dann könnten wir ein bisschen quatschen. Oder die dritte Möglichkeit. Wieso geht nicht Victor los und holt Bowle für uns beide? Oder vielleicht gehen wir beide einfach von Victor weg und holen selber Bowle. Oder keiner von uns holt Bowle. Und Victor verschwindet einfach so. Victor, würdest du uns eine Sekunde entschuldigen? Na klar. Idee für einen Roman. Typ wird jetzt eine Schnuffeldecke, geht sie suchen und findet sie in der Küche. Ist das nicht? Ich bin erstaunlich, wenn das nicht. Das ist genial. Unglaublich. Keine Ahnung, wo ich das immer herhole. Was zum Teufel ist los mit dir? Du benimmst dich wie ein Idiot. Ich benehme mich wie ein Idiot? Und was ist mit unserem Matt Dämlich hier? Er ist ein sehr intelligenter und erfolgreicher Schauspieler. Er hat 3 landesweit ausgestrahlte Windelwerbespots gedreht. Er sollte eine Windel vor dem Mund tragen. Immerhin sondert er da den Mist ab. Ich bin nicht dein Eigentum. Ich kann immer noch reden. Mit wem ich will. Ich sehe keinen Ring an meiner Hand. Ich, Stewie, nehme dich, Olivia, zu meiner gesetzlich angetrauten Ehefrau. Was ist denn, Rupert? Oh, die Braut küsst. Hallo, Leute. Sind wir bereit, unsere Mannschaft anzufeuern? Wir? Ach, du bist ja Fahnenschwenkerin, hab ich vergessen. Ja, da sagt doch meine Mom heute Morgen zu mir, Meg, vergiss dein Lunchpaket nicht. Ich antworte, Mom, ich bin jetzt Fahnenschwenkerin, das werde ich doch wohl nicht vergessen. Daraufhin sie, Meg, vergiss deinen Halbzeitauftritt nicht. Ach, diese Mütter. Hey, vielleicht können wir nach dem Spiel noch was unternehmen. An die Arbeit! Und coole Menschen sind wie Tiere. Wollen wir nach der Schule die Naturwissenschaftler füttern gehen? Seht mal her. Hey, sieh doch mal, ich rauche. Hund, los, sieh her. Du weißt hoffentlich, dass Alkohol nicht wärmt. Im Gegenteil, er verengt die Blutgefäße und verursacht... Schnauze. Oh, der Hund hat gesagt, ich soll die Schnauze halten. Was gedenkst du dagegen zu unternehmen? Hey, der Hund hat eben gesagt, ich soll die Schnauze... Halt den Mund, Stewie. Ich friere mir hier draußen noch die Nippel ab. Oh, Segen, da ist Mac. Mac! 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 Und los geht's! Sieht sie nicht wunderschön aus? Sie ist mit diesem Kerl zusammen. Sie haben den ganzen Abend Händchen gehalten. Ich meine Meg. Oh, ja. Sie ist echt scharf. Igitt, dieses Fleisch stinkt ja widerlich. Das wird ihr ein für alle Mal die Suppe versalzen. Hey, Meg! Ich finde es wunderbar, wie die Kids heutzutage feiern. Na, was ist? Jetzt bist du ratlos, hä? Moment, Schiedsrichter, das ist ein Foul. Nein, deine Füße haben sich bewegt. Kein Foul? Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Und ich habe schon viel dummes Zeug gehört. Hallo? Lois, ich kann den Müll nicht rausbringen, weil ich noch im Büro bin. Und das dürfte länger dauern. Peter, auf dem Display steht, dass du aus der Küche anrufst. Und ich sehe dich sogar höchstpersönlich. Siehst du mich jetzt auch noch? Nein. Okay, jetzt bin ich im Büro. Der Spielstand ist knapp. Der nächste Korb gewinnt. Chris, endlich wirst du deinen Alten mal schlagen. Wen meinst du mit Alten? Ich bin der weiße Larry Bird. Na, was ist? Greif doch an. Ach was, gib's auf. Deine Mutter und ich, wir lassen uns scheiden. Im Ernst? Ja, ja. Nein, wir haben uns wieder vertragen. Ja. Du hast gut gespielt, mein Junge, aber dein Dad ist immer noch die Nummer 1.
Ja, und ich glaube, dass ich dich niemals schlage. Chris, was ist mit deinem Bein? Du meine Güte, das ist gar nicht dein Bein. Was ist denn mit dir, Schatz? Das werde ich dir verraten. Ich versuche mit dir zu schlafen und du denkst immer nur an Chris. Peter, gibt's etwas, was du mir sagen möchtest? Dank dir hat unser Sohn einen riesigen Lümmel. Wieso dank mir? Von mir hat er ihn ganz bestimmt nicht. Sag mal, wovon redest du bitte? Ich werd's dir zeigen. Jetzt brich nicht zusammen, Lois. Du meine Güte, kein Wunder, dass er immer so lätschig ist. Wie kann sowas nur passieren? Immerhin sollte ich der Mann im Haus sein. Jetzt muss er sich meiner ja schämen. Aber Peter, ich fahre auf die Größe deines Penis genauso ab, wie du auf die Größe meines Busens. Oh mein Gott. Ach, Meg, lass dir von diesen widerlichen Kindern nichts gefallen. Darauf kannst du dich verlassen. Ich gehe nämlich nie wieder in diese Schule. Dad, kannst du mir nach dem Essen bei den Rechenaufgaben helfen? Du bist erwachsen, das kannst du doch wohl allein. Ich wette, tief in deinem Innern möchtest du schon mit ihnen befreundet sein. Schon möglich. Dann sei einfach nett zu ihnen. Gewinne deine Feinde mit unschlagbarer Freundlichkeit. Chris trinkt deine Milch, die macht dich groß und kräftig. Nein, der kriegt keine Milch mehr, Lois. Der hat genug. Her damit. Megan, du musst dieses Bruststück probieren. Darf ich's dir servieren, in der Art, wie du's gewohnt bist? Du kannst dich immer vertrauensvoll an mich wenden. Ich weiß, wie das ist. Du bist schwanger mit unserem Baby? Wie konnte das bloß passieren? Ganz leicht. Ich habe deine DNA mit meiner Befruchtungsapparatur in meine temporäre Gebärmutter eingespritzt. Oh mein Gott, du meinst es ernst? Man wird glauben, dass ich Sex mit einem männlichen Baby hatte und es geschwängert habe. Danke, dass du es so formuliert hast, dass es schrecklich klingt. Wir können kein Baby kriegen. Meinst du wegen des Geldes? Ich habe etwas gespart und wir könnten mein altes Babybett verwenden. Das verwendest du selbst. Oh, stimmt. Stewie, du musst es loswerden. Es loswerden? Warum sagst du es nicht einfach? Sag das Wort, Brian. Ich will hören, dass du es sagst. Abtreibung, Abtreibung. Du wirst dich sofort einer fetten Abtreibung unterziehen. Du kannst es nicht mal sagen. Ich glaube, ich muss kotzen. Erspar mir die Komödie. Das ist keine von deinen beschissenen Kurzgeschichten. Das hier ist das wahre Leben. Sei ein Mann. Du wirst es abtreiben lassen, Stewie. Das werde ich nicht. Unser Kind wächst in meinem Bauch heran. Red nicht so'n Scheiß und woher weißt du, dass es meins ist? Wie kannst du es wagen? Bin ich nur eine Schlampe für dich? Tja, diese Schlampe bekommt dein Baby. Warum hast du das nur getan? Ich dachte, du freust dich. Ich meine, du hast all diese unglaublichen Qualitäten und ich bin recht attraktiv. Ich meine, ich bin kein Model, aber jedenfalls kein Model für den Laufsteg. Ich wäre wohl mehr was für den Katalog, nehme ich an. Weißt du was? Warum kein Model für den Laufsteg? Warum nicht? Warum entschuldige ich mich immer dafür, wie attraktiv ich bin? Ich habe es satt. Ich könnte in Paris modeln. Wir könnten das Kind mitnehmen, eine Künstlerfamilie sein. Was sagst du? Ist es tot? Du hast mich geschlagen! Was für ein Monster schlägt ein schwangeres Kleinkind! Wenn du noch einmal die Hand erhebst, verbrenne ich dich in deinem Körbchen! Könntest du das gleich machen? Gut, Peter, zück die Kamera. Ich habe ein virales Video, das die Charts in 0, nichts stürmen wird. Hi, ich bin Joe Swanson und jetzt kommen 30 Parodien in 30 Sekunden. Zeig mir das Geld. Oh, benimm dich. Guten Morgen, Vietnam. Dem werde ich die Messe lesen, sagte der Joker. Bei manchen habe ich den Text geändert. Hey, du musst mich zum Arzt fahren. Ich brauche Schwangerschaftsvitamine. Ich fahre dich nirgendwo hin. Gott, wie weit bist du schon? Ich bin nicht ganz sicher. 2 Tage? 6 Monate? In der Sache läuft es auf ein Ratespiel hinaus. Oh, und solange ich schwanger bin, musst du bitte das Katzenklo ausleeren. Wir haben keine Katze. Ach, bitte diskutiere nicht mit mir. Ach, mein Rücken bringt mich um. Und ich leide auch ein wenig unter Morgenübelkeit. Es ist für das Baby. Es ist für das Baby. Du siehst lächerlich aus. Nicht so lächerlich für dich, um mich zu schwängern. Okay, Raylene, ich bin Dr. Hartman. Ihre Schwangerschaft scheint ja in rekordverdächtiger Zeit abzulaufen. Man braucht immer 2 Leute, um einen Rekord zu brechen. Sie sehen sehr jung aus. Wie alt sind Sie? 13? 14? 15. Aber er hat mich nicht dazu gezwungen. Ich wollte es genauso. Das ist das Wichtigste. Seltsam. Ihre Vagina scheint einen Penis und 2 Hoden zu haben. Oh, ja, ich musste ganz doll niesen und dann ist das alles rausgekommen. Ach, das erklärt es. Können Sie diese Sache machen, wo Sie mir Flüssigkeit entnehmen und mir dann sagen, ob es ein Vollspacko wird? Keine Sorge, es gibt Orte, wo man diese Menschen lagern kann. Aber wenn ich Sie so ansehe, glaube ich, es ist alles okay. Oh, das ist wunderbar. Also, Brian, hattest du noch irgendwelche Fragen an den Arzt? Ja, hat dieses Gebäude viele Treppen?
Gott, wir brauchen so viele Sachen. Sieh nur, wie winzig die ganzen Klamotten sind zum Anbeißen. Ich meine, was für Füße passen in diese Schuhe? Deine Füße. Der Witz wird alt, ehrlich. Du solltest dich darauf einlassen. Oh, wie weit sind Sie denn schon? 8. Monat. Sie sehen fabelhaft aus. Sagen Sie mal, tropft es bei Ihnen? Also bei mir tropft's. Wie alt bist du? Wie alt sind Sie? Sie sehen wie 40 aus, also hat was auch immer Sie da drin haben, sicher einen Gehirnschaden. Also dann schönen Tag noch. Ich hasse diese Frau. Die gefallen mir. Die sind gut, wirklich stilvoll. Das fühlt sich sowas von falsch an. Oh, über die werden wir uns noch freuen, glaub mir. Meine Nippel kann man nicht sehen, oder? Die werden wirklich riesig und ich weiß nicht, ob ich sie komplett bedecken kann. Ach, was soll's. Wir sehen, was wir sehen. Und noch ein paar kuschelige. Dad, kriege ich eins mit ihrem Kopf auf dem Babybauch? Oh, Dad! Jetzt werde ich emotional.